Dieses Video steht am Ende unseres Lernangebots. Das muss aber keineswegs heißen, dass Sie jetzt mit dem Lernen zum Thema professionelle Zusammenarbeit aufhören müssten. Denn Zusammenarbeit ist ja eine Praxis und ist eine Kompetenz, bei der man nie fertig gelernt hätte. Jede Zusammenarbeit steht in einem Spannungsfeld, das von sehr unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird. Das sind zum Beispiel Theorien und Konzepte, Inhalte und Themen, Medien, Tools, Plattformen, Methoden und Techniken und bei Zusammenarbeit vor allem Menschen, Menschen, Menschen. All das hängt miteinander zusammen und wenn man an einem der Faktoren etwas ändert, kommt auch das große Ganze in Bewegung. Komplexe Zusammenarbeit ist also alles andere als einfach, aber sie kann zu Ergebnissen führen, die alleine nicht oder nicht so gut erreicht werden können. Für mich hat Zusammenarbeit häufig etwas von einem Mobile mit vielen Bestandteilen, die auf komplexe Weise miteinander zusammenhängen. Ein solches Mobile kann eine ganz eigene Schönheit entwickeln. Das hier ist der Bildhauer Alexander Calder. Er gilt als Pionier von Mobiles als Kunstform. Von ihm stammt ein Zitat, das man auch als Metapher auf Zusammenarbeit anwenden kann. Calder hat gesagt, wenn alles klappt, ist ein Mobile ein Stück Poesie, das vor Lebensfreude tanzt und überrascht. Es lohnt sich also, auf jeder Ebene neugierig zu bleiben und weiter zu lernen. Bei unseren Übungen haben wir zum Abschluss unseres Angebots noch eine etwas andere Übung vorbereitet. Sie heißt Katastrophenfantasie und fordert Sie auf, sich die schlimmsten Dinge auszudenken, die bei der Zusammenarbeit passieren können. Sie können alternativ auch die Dinge benennen, mit denen Sie gute Zusammenarbeit möglichst stark behindern oder sogar verhindern können. Probieren Sie es mal aus. Die Übung macht meiner Erfahrung nach sehr viel Spaß und Sie können ganz ernsthaft sicher etwas von dem anwenden, was Sie hier im Lernangebot kennengelernt haben. Sie müssen Ihre Erkenntnisse einfach nur auf den Kopf stellen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere Arbeit und Zusammenarbeit.